Wieder einmal will Simone Köppel auf dem Kuddelmuddelhof etwas Neues wagen. Ihr Plan? Eine Tüftelbude für Kinder. Aus altem Material vom Speicher sollen neue Dinge entstehen. Und zwar mit Bohrer und Säge. Aber vorher muss hier entrümpelt werden. Bis zu seinem Tod war das die Werkstatt von Opa Ernst, dem Großvater ihres Mannes. Billy. Ja, und der Billy versucht, sie jeden Tag zu fressen. Das ist wirklich so. Das Werkzeug von Opa Ernst wird also eine neue Verwendung finden. Ich sprühe ja vor Ideen und ich finde die auch alle mega gut. Aber ich habe dann immer die ein oder anderen Kritiker, die sagen, meinst du, da zahlt irgendjemand Geld dafür? Und wir müssen den Eltern glaubhaft wirklich rüberbringen, dass die uns die Kinder geben, weil es was wirklich Tolles ist und was für die Entwicklung richtig gut ist. Heute wird nun entrümpelt. In 4 Wochen soll der erste Tüftelkurs beginnen. Man steht schon immer ein bisschen unter Druck, wenn man das jetzt hier alles so sieht. Aber wir haben ganz viele Freunde, die uns dabei helfen. Ein halber Tag ist dafür geplant. Ganz schön ambitioniert. Doch zuerst müssen die Tiere versorgt werden. Simones Töchter helfen dabei. Clementine 15, Karamell 9 und Charlotte 18 Jahre alt. Erst vor 4 Monaten hat Simone den leerstehenden Familienhof übernommen. Ihr Konzept? Ein Erlebnisbauernhof mit Mutter-Kind-Kursen, Ferienfreizeiten und vielen Tieren. Die meisten hat sie gerettet, wie Blume, die Ziege. Die sind ja vom Hofer Zoo. Und die wären ja eigentlich Luchsfutter gewesen. Und die sind ja jetzt hier bei uns und die sind richtig topfit und die machen alles mit. Also die sind toll und ganz anders wie die Ziegen im Zoo. Also die boxen nicht und die sind ganz lieb. Und deswegen, ja, die Geschichte finde ich eigentlich am coolsten. Die Nelly und der Kutti, die sind beide ganz lieb. Die kann man streicheln, mit denen kann man auch spazieren gehen. Ich liebe Tiere und alles sind irgendwie unterschiedlich. Und der Charakter ist manchmal so oder so. Bis vor einem Jahr arbeitete Simone als kaufmännische Angestellte. Doch dann wollte sie etwas tun, was sie erdet. Der Großteil ihrer Familie sind Landwirte. Jetzt macht sie eine berufsbegleitende Ausbildung zur tiergestützten Intervention. Damit möchte sie auf dem Kuddelmuddelhof schon bald Menschen mit ihren Tieren helfen. Hi. Auf ihre Freunde ist Verlass. Die Entrümpelungsaktion kann beginnen. Das ist ja gar nicht viel. Letzte Tipps von Ehemann Andreas. Also wenn ihr irgendwelche Sachen seht, wo ihr nicht hundertprozentig sicher seid und die euch nicht wertvoll erscheinen, trotzdem erst einmal mich fragen, weil ab und zu ist schon mal was dabei, wo man sagt, okay, das müssen wir aufheben. Ich glaube, wir schaffen relativ viel heute, würde ich sagen. Wenn wir alle zusammenhelfen dann, und das Wetter so weiter mitspielt und alle so motiviert sind, dann schaffen wir das heute. Auch die Kinder ihrer Freunde helfen mit. Für alle ist es eine kleine Entdeckungsreise. Wollt ihr das aufheben? Schau mal, alter Scherer. Nee, das vielleicht als Deko. Den kann Simone noch gebrauchen. Das Werkzeug von Opa Ernst wird nebenan im Schuppen zwischengelagert. Simone und Andreas wollen den denkmalgeschützten Hof nach und nach sanieren. Pläne für den Umbau liegen schon beim Denkmalamt. Geht die noch? Hat der also halt. Opa in der Werkstatt saure Gurken gegessen? Nee, da hat er Schrauben rein. Kurze Pause im Wohnhaus des 200 Jahre alten Hofes. Noch wohnen die Köppels in Oberkotzau. Pendeln täglich mehrmals 12 Kilometer hierher nach Hof. Andreas' Mutter, Hanne Köppel, ist zu Besuch. Sie ist auf dem Hof aufgewachsen und hat alte Fotos von Opa Ernst mitgebracht. Also früher haben die Leute auf die Fotos alle nicht gedacht. Ja. Wer sind die zwei? Das war in der Verwandtschaft. Die Zeit ist stehen geblieben. Hier schon. Also da hat sich nichts geändert. Also da. Und vor allem, wenn sie das jetzt renovieren wollen, oh, da kommt schon irgendwas auf sie zu. Also ich, ja, ist schon ein wenig eine Herkulesaufgabe, finde ich, was sie sich da vornehmen. Doch Simone und Andreas ist es das wert. Sie wollen dem alten Familienhof neues Leben einhauchen. Auch wenn das einen 14-Stunden-Tag bedeutet.
Also am Anfang wäre es gelogen, wenn ich jetzt sage, das wäre schön gewesen. Man wächst rein. Also ich Hut ab vor jedem Landwirt, der das Zeit der Biege aufmacht. Du hast einfach nie frei. Du wirst immer gebraucht, Tag, Nacht. Wenn sie krank sind, bist du einfach immer verfügbar. Es funktioniert nur, weil in Simones Familie alle an einem Strang ziehen. Das tun sie auch für die Tiere, die hier eine neue Chance bekommen. Also der Gustl ist wirklich Autist. Er hat eine leichte geistige Behinderung und bräuchte eigentlich eine integrative Schafsherde eher. Ja. Er selber glaubt, er ist ein Mensch. Es ist eine Flaschenaufzucht und leider wurde nie integriert. Also der war 10 Wochen in Leipzig in der Tierklinik und er kennt halt keine Gefahren. Er kann das überhaupt nicht einschätzen, wenn sich irgendwas an seinem Tagesablauf gravierend ändert. Der braucht immer alles gleich, sonst, gell? Und natürlich viele Streicheleinheiten. 3 Stunden später. Die ehemalige Werkstatt ist so gut wie leer. Es ging schneller als gedacht. Die meisten Sachen werden weiter genutzt. Nur eine Radladerschaufel voll muss entsorgt werden. Simone ist erleichtert. Es ist nicht das erste Mal, dass ihre Freunde ihr beim Ausmisten geholfen haben. Wir haben ewig viel geschafft und das ist irgendwie immer so, wenn meine Freunde hier reinfallen, da schafft man irgendwie in einer Stunde so viel, wie wir 3 Tage brauchen. Das muss gefeiert werden. In den nächsten Wochen wird Simone noch die Tüftelbude einrichten und versuchen, möglichst viele Eltern für den Tüftelkurs zu begeistern. Vier Wochen später. Heute ist der 2. Kurstag. Sebastian Riedel leitet ihn. Hauptberuflich ist er Erzieher im Kindergarten. Letzte Woche hat er den Kindern vor allem den Umgang mit Werkzeug gezeigt. Heute geht es endlich ans Bauen. Die Idee ist, dass Kinder eigene Projekte umsetzen können. Und ich bin eigentlich nur als Unterstützer oder Ratgeber hier. Also ich gebe Kindern nichts vor, sondern die Kinder entscheiden selbst, was sie machen können. Ob das funktioniert? 5 Kinder nehmen am 1. Kurs teil, an insgesamt 5 Samstagen. Hi, hi. Ich bin der Sebo. Du bist heute mit neu dabei. Als erstes, hat jemand schon eine Idee, was er heute gern bauen möchte? Ich mach einfach an meinem Regal weiter. Du baust an deinem Regal weiter? Felix, hast du schon eine Idee, was du heute bauen möchtest? Nein. Inspiration kommt genau über deine Würde ich auch sagen. Auf zur Materialsuche. Also ich suche halt so Blätter, damit ich mir so ein kleines Art Regal bauen kann. Theresa und Johanna haben klare Vorstellungen, was sie brauchen. Der Sebo kann die Tüftelbude perfekt machen. Der hat die Ruhe und die Geduld, die Kinder eigenständig entscheiden zu lassen. Ich bin da wieder, ich habe selber so viele Ideen im Kopf. Ich würde denen wahrscheinlich sagen, komm, wir machen das und jetzt müssen wir das machen. Los geht's. Beim ersten Mal dürfen die Kinder eigene Ideen umsetzen. Später sollen sie Dinge für den Kuddelmuddelhof bauen. Benjamin will nicht verraten, was er vorhat. Und Felix? Hast du schon eine Idee? Karamell will ihr Regal vom 1. Kurstag verschönern. Auf dem Speicher hat sie ein altes Telefon entdeckt. Das soll jetzt befestigt werden. Was wohl bei den anderen Kindern heute rauskommt? Im Stall des Kuddelmuddelhofs sind 2 neue Mitbewohner eingezogen. Die beiden Ferkel hat Simone letzte Woche aus der Schwäbischen Alb geholt. Gerade mal 16 Wochen alt. Und es sind ganz besondere Schweinchen. Zemmel und Susi. Die sind extra dafür gezüchtet, also für Therapiezwecke. Die lieben Kontakte, die lieben das, wenn Menschen sie anfassen, auf sie zukommen. Die sind immer neugierig. Also für Therapiezwecke sind die total geeignet, weil man mit denen einfach alles machen kann. Auch hier ist Simone schon wieder ein Stück weiter. Zurück zu den jungen Tüftlern. So eine Wippe wollte Benjamin schon immer. Boah, ist die nicht schwer? Das war also seine geheime Idee. Ich habe einfach mal drauf losgebaut und dann ist das rausgekommen. Felix präsentiert sein Kunstobjekt.
Also ich habe einfach mal gebaut und dann habe ich herausgefunden, dass ich sowas bauen könnte. Und dann habe ich es einfach mal gebaut. Und bist du zufrieden? Ja. Wohin kommt das? Das stelle ich bei mir zu Hause dann in den Garten. Also ich habe diesen kleinen Tisch gebaut. Nur leider ist er noch ganz schön instabil. Den müssen wir noch ein bisschen stabiler bauen. Und dann habe ich noch die Küche mit meiner Schwester gebaut. Also die wird bei uns zu Hause in die Gartenhütte kommen, weil wir haben einen kleinen Cousin. Und der spielt immer gern mit uns. Karamells Regal mit dem Telefon ist zum Spielen für die Kinderkurse gedacht. Dem Vater von Theresa und Johanna gefällt dieses Experiment. Es ist ein sehr schöner Ausgleich, den sie haben und eine Möglichkeit, sich ein bisschen mit anderen Dingen zu beschäftigen, als was sie sonst den ganzen Tag machen. Benjamins Wippe wird sofort von allen getestet. Das Wichtigste dabei ist eigentlich, dass ich zufriedene, glückliche Kinder und Erwachsene hier rausgehen sehe. Das ist das Wichtigste, dass wir hier keinen Leistungsdruck haben und dass man hier nicht muss. Und das ist Simone Köppel mit ihrem neuen Tüftelkurs auf jeden Fall gelungen.